So. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Seminars Phänomenologie als philosophische Methode. Bevor ich heute über das Inhaltliche ein paar Worte verliere, wollte ich noch etwas, ist ja fast schon zu einer Gewohnheit geworden, etwas Formales anmerken. Diesmal aber nur ganz kurz. Und zwar wollte ich Sie nur noch mal darauf hinweisen, dass die erste Live-Sitzung diesen Freitag am 8. Mai von 14 Uhr bis 14.45 Uhr stattfinden wird. Der Link folgt per E-Mail. Ich weiß noch nicht genau, auf welchem Wege wir das durchführen werden, ob per YouTube, Livestream oder über Videokonferenz, aber genaueres werden Sie noch von mir per E-Mail erfahren. Kommen wir zum inhaltlichen Teil des Seminars. Und zwar haben wir uns ja alle mit dem Text von Franz Brentano, Deskriptive Psychologie, beschäftigt. Und Sie werden wahrscheinlich bei der Lektüre des Textes gemerkt haben, dass wir so langsam in ein Terrain hineingeraten, in inhaltlicher Hinsicht, das sich tatsächlich sehr viel näher und deutlicher an den Themen und Fragestellungen entlang bewegt, die ich Ihnen in der ersten Sitzung schon als sowas wie die Standardthemen der phänomenologischen Philosophie in den Blick zu bringen versucht habe. Drei Themen beschäftigen uns heute vor allem, in der heutigen Folge vor allem. Die orientieren sich jetzt so ein bisschen an den Fragen, die ich Ihnen gestellt hatte. Und zwar einerseits die Art und Weise, wie Brentano zwischen Psychognosie und genetischer Psychologie unterscheidet. Zweitens die Frage, was genau eigentlich Brentano mit der Unterscheidung von exakter und inexakter Wissenschaft meint. Und schließlich drittens die Analyse dessen, was bei Brentano intentionale Beziehung heißt. Da hatte ich Ihnen ja schon gesagt, Intentionalität ist sozusagen eines der zentralen Themen oder einer der zentralen Begriffe sozusagen der Phänomenologie. Und insofern schien es mir sinnvoll, auch darauf nochmal gesondert einzugehen. Kommen wir also zunächst zur Abgrenzung von Psychognosie und genetischer Psychologie, wie Brentano sie uns vorschlägt. Erstmal ganz kurz zu den Begriffen selbst. Psychognosie setzt sich aus zwei unterschiedlichen Worten zusammen. Da ist einmal die Psyche und auf der anderen Seite die Gnosis. Psyche, das wissen Sie, das bezeichnet irgendwie das Bewusstsein oder das innere Seelenleben. Und Gnosis meint einfach die Erkenntnis. Das heißt, Psychognosie ist Erkenntnis des inneren Seelenlebens. Und demgegenüber genetische Psychologie, da erkennen Sie auch ein Wort wieder, genetisch, sozusagen, da steckt das Wort Genese drin, also die Entstehung. Genetische Psychologie, die befasst sich sozusagen mit der Entstehung psychischer Phänomene. Zumindest ist das die Art und Weise, wie Brentano diese beiden Begriffe gebraucht. Erste Frage also, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff der Psychognosie? Brentano spricht auch manchmal von reiner Psychologie statt von Psychognosie. Hier habe ich Ihnen ein Zitat mitgebracht, das sich direkt auf Seite 2 findet. Da heißt es, die Psychognosie verschaffe einen allgemeinen Begriff von dem gesamten Bereich des menschlichen Bewusstseins, indem sie die sämtlichen Grundbestandteile angibt, aus welchen alles, was irgendwann von einem Menschen innerlich wahrgenommen wird, sich zusammensetzt und die Verbindungsweisen, welche zwischen diesen Teilen möglich sind, aufzählt. Das heißt, die Psychognosie beschäftigt sich mit allen Bewusstseinsphänomenen, das heißt mit dem ganzen Spektrum bewusster Zustände, fragt sich, analysiert sozusagen, aus was sind diese bewussten Zustände zusammengesetzt, kann man da unterschiedliche Elemente unterscheiden, kann man die voneinander abheben, in welchem Zusammenhang, in welcher Beziehung stehen unterschiedliche solcher Bewusstseinszustände und so weiter. Weiterhin stellt Brentano fest, dass es sich bei der Psychognosie um eine exakte Wissenschaft handle. Eine exakte Wissenschaft, die nichts über die Ursachen lehre, wie es dann weiter heißt, welche das menschliche Bewusstsein erzeugen und welche machen, dass eine gewisse Erscheinung jetzt eintritt, jetzt unterbleibt oder verschwindet. Das heißt, die Psychognosie, und hier finden wir sozusagen schon einen ersten Ansatz, wie Brentano die Psychognosie von der genetischen Psychologie abhebt. Die Psychognosie beschäftigt sich in keiner Weise mit der Frage, welche physischen oder chemischen Bedingungen erfüllt sein müssen, damit gewisse Bewusstseinszustände auftreten. Das heißt, die ist sich eigentlich überhaupt nicht befasst mit der Frage nach dem Verhältnis des Physischen zum Psychischen, ne? Sondern die kümmert sich ganz allein, sozusagen aus einer Art von Innenschau,
heraus um die Strukturen des Seelenlebens selbst. Was ist nun demgegenüber die genetische Psychologie? Brentano spricht auch manchmal hier von der physiologischen Psychologie. Naja, die Versuche, wie es heißt, die psychochemischen Bedingungen anzugeben, mit welchen die einzelnen Erscheinungen, also die Erscheinungen des menschlichen Bewusstseins, ursächlich verknüpft sind. Das heißt genau das, was die Psychognosie nicht tut, nämlich die physikalischen oder chemischen Bedingungen zu erforschen, unter denen bestimmte Bewusstseinszustände auftreten. Das ist das Thema oder das Fachgebiet, das Forschungsgebiet der genetischen Psychologie. Sie lehrt also, die genetische Psychologie, die Ursachen, welche das menschliche Bewusstsein erzeugen und welche machen, dass eine gewisse Erscheinung jetzt eintritt, jetzt unterbleibt oder verschwindet. Allerdings, so betont Brentano einschränkend, wird sie wohl für immer den Anspruch der Exaktheit, auf den Anspruch der Exaktheit verzichten müssen. Warum genau, werden wir gleich noch sehen, wenn wir über die Unterscheidung von exakter und inexakter Wissenschaft sprechen. Brentano macht sich nun im folgenden Verlauf des Textes sozusagen eine genauere Abgrenzung von Psychognosie und genetischer Psychologie und betont da unter anderem Folgendes. So unzweifelhaft jemand Recht habe, sagt er da, in der in physischen Vorgängen Vorbedingungen des Bewusstseins sieht, so entschieden muss man dem widersprechen, der infolge einer Gedankenverirrung behauptet, dass unser Bewusstsein in sich selbst als ein chemisch-physischer Vorgang zu betrachten, dass es selbst aus chemischen Elementen zusammengesetzt sei. Das heißt, was Brentano hier betont, ist, dass das ein Gedanke, den wir auch bei Descartes in gewisser Weise schon angedeutet gesehen haben, ist der Umstand, dass das Bewusstsein nicht aus chemischen Elementen besteht, sondern seinerseits nur aus Bewusstseinsphänomenen. Ne, wir hatten das letztes Mal bei Descartes gesehen. Descartes benutzte ja diese Methode des Zweifels oder den methodischen Zweifel, um zu unterscheiden zwischen dem, was überhaupt bezweifelt werden kann und dem, was nicht bezweifelt werden kann, und unterschied dabei die res extensa, also die ausgedehnte Sache, die ausgedehnte Materie, alles Physische und so weiter, von der res cogitans, der denkenden Sache, dem cogito, das da denkt. Und meinte sozusagen durch diese Unterscheidung ist schon angedeutet, dass das Cogito nicht in einer einfachen Weise oder das Bewusstsein nicht in einer einfachen Weise aus physischem zusammengesetzt ist oder aus physischem besteht. Das heißt, Brentano verweist hier auf etwas, was man heute wahrscheinlich einen Kategorienfehler nennen würde, wenn wir einfach denken, dass das Bewusstsein irgendwie sich aus physikalischem zusammensetzt. Gleichwohl räumt Brentano hier ein, und das ist sozusagen der erste Satz, der erste Teilsatz, der mir auch sehr wichtig zu sein scheint, dass diejenige Person unzweifelhaft Recht habe, die in diesen physischen Vorgängen so etwas wie Vorbedingungen des Bewusstseins sieht. Ne, aber man darf Vorbedingungen nicht mit Elementen verwechseln. Ne, wenn wir uns vorstellen, das hatten wir auch letztes Mal schon diskutiert, am Beispiel von Descartes, nehmen wir an, irgendwelche gemeinen Forscher oder irgendwelche Gegenwartsforscher konstruieren, versuchen sozusagen künstlich Bewusstsein herzustellen. Und sollte es ihnen irgendwann gelungen sein, ne, in irgendeinem Labor wird plötzlich irgendwo sozusagen unter wirren und relativ sterilen Bedingungen ein Bewusstsein wach. Das werden wir wahrscheinlich von außen nicht beobachten können, ne? Wie denn auch? Wir können ja nicht mal das Bewusstsein anderer Subjekte wirklich als Bewusstsein beobachten. Wenn das dann plötzlich als Bewusstsein wach werden würde, dann würde das natürlich auch nicht irgendwie aus dem, was auch immer, sozusagen aus was es dann zusammengesetzt ist, bestehen, sondern es wäre zunächst mal einfach nur Bewusstsein, das irgendwie erzeugt ist, aufgrund irgendwelcher physischer Bedingungen. Aber wir dürfen nicht ohne weiteres quasi diese Vorbedingungen dann als sozusagen Bausteine oder als Bestandteile des Bewusstseins selbst ansehen. In dem Bewusstsein selbst kommen zunächst mal nur bewusste Zustände vor. Und diese bewussten Zustände sozusagen können Sie auch an sich selber überprüfen. Sozusagen bestehen Ihre Gedanken aus irgendwelcher physikalischen Materie. Wenn Ihnen der Gedanke einleuchtend erscheint, dass Ihre Gedanken aus Materie bestehen und Sie ein gutes Argument dafür haben, dass man davon ausgehen könnte, dass Ihre Gedanken aus Materie bestehen, schreiben Sie mir das gerne nochmal in der E-Mail und versuchen Sie, das Argument möglichst präzise zu formulieren. Dann kann ich mich gerne in der nächsten Sitzung mit der entsprechenden Rückfrage dann auseinandersetzen.
Weiter zu diesem Punkt, und auch das scheint mir ein sehr interessanter Aspekt zu sein in Bezug auf das, was wir dann auch nächste Sitzung bei Husserl sehen werden. Weiterhin stellt Brentano dann Folgendes fest. Habe ich hier nochmal ein längeres Zitat mitgebracht. Die chemischen Elemente sind Stoffe, unanschaulich in sich selbst und nur in Rücksicht auf mannigfache direkte und indirekte Wirkungen auf unser Bewusstsein relativ zu charakterisieren. Die Elemente des Seelenlebens, das heißt die verschiedenen einfachsten Bestandteile, sind dagegen sämtlich anschaulich in unserem Bewusstsein enthalten. Das scheint mir ein ziemlich interessanter Punkt zu sein, weil Brentano ja hier behauptet, dass die chemischen Elemente, also was immer sozusagen wahrnehmungsunabhängig als chemische Elemente, dafür sorgt, dass es Bewusstsein gibt, dass die selbst unanschaulich in sich selbst seien. Ne? Wir können die sozusagen nicht an sich selbst sehen, sondern nur in Rücksicht auf mannigfache, direkte und indirekte Wirkungen auf unser Bewusstsein. Das heißt, und wir werden das nachher noch deutlicher sehen, Brentano geht davon aus, dass selbst wenn ich sozusagen irgendwelche Objekte wahrnehme oder so, diese Objekte, ne, die als irgendwie Erscheinungen mir im Bewusstsein gegeben sind, nicht unmittelbar mit den wahrnehmungsunabhängigen physischen Objekten der Außenwelt identisch sind, sondern sozusagen diese Bewusstseinszustände, die ich habe, sind nur direkte und indirekte Wirkungen solcher Elemente. Und diese Elemente kann ich nur relativ auf diese Bewusstseinswirkungen charakterisieren. Das heißt, ich muss quasi die induktiv erschließen oder sowas, dass es die gibt. Wenn Sie sich erinnern an die letzte Sitzung in Bezug auf Descartes, hatte ich da auch eine Stelle hervorgehoben, wo Descartes darüber spricht, dass die sinnliche Wahrnehmung, sozusagen das, was wir eigentlich sinnliche Wahrnehmung nennen sollten, nur die Erscheinungen selbst bezeichnet und nicht die Frage, sozusagen, ob dann jenseits der Erscheinung auch wahrnehmungsunabhängig irgendetwas in der Außenwelt existiert. Das hatte Descartes so an dem Beispiel, wenn ich das richtig interpretiert habe, am Beispiel des Wachses festgemacht. Ne? Wenn wir auf die Existenz des Wachses schließen, meint er, dann ist das nichts, was uns unmittelbar sinnlich gegeben ist, sondern etwas, was der Geist dann leistet. Ne? Ein Schluss, den der Geist vollzieht auf diese Objekte. Diese Objekte selbst sind aber nicht gegeben. Und das, was uns sinnlich erscheint, sind nur die Erscheinungen, die quasi bewusstseinsimmanent gegeben sind, könnte man sagen. So zumindest scheint mir der Text von Brentano das nahezulegen, dass man ihn so liest. Andererseits sozusagen betont er jetzt nicht in Bezug auf die physischen Elemente betrachtet, sondern in Bezug auf die Elemente des Seelenlebens, dass die uns selbst in unserem Bewusstsein gegeben sind. Die Elemente des Seelenlebens sind dagegen sämtliche anschaulich in unserem Bewusstsein enthalten. Das heißt, wir können die sozusagen selber anschauen, im Gegensatz zu den chemischen Elementen, die unanschaulich seien. Und wir werden bei Husserl sehen, dass dieses Moment der Selbstgegebenheit für ihn eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt in der Art und Weise, wie er Phänomenologie auch als eine philosophische Methode verstanden wissen will. Kommen wir zum zweiten Punkt, der Unterscheidung von exakter und inexakter Wissenschaft. Hier geht Brentano relativ sozusagen paradigmatisch oder exemplarisch vor. Und zunächst mal stellt er fest, dass exakte Wissenschaften solche Wissenschaften seien, welche ihre Lehrsätze ganz scharf und präzis formulieren können. Und als Beispiele führt er hier an die Mathematik, die Mechanik und die von ihm favorisierte oder beworbene Psychognosie. Die fallen also unter die exakten Wissenschaften, weil sie ihre Lehrsätze scharf formulieren können und präzise, scharf und präzise formulieren können. Inexakt seien demgegenüber all diejenigen Wissenschaften, die immer nur ungefähre Angaben machen können, und warum können sie das nicht? Weil sie nicht alle Bedingungen mit einbeziehen können, weil wir epistemisch, man könnte auch sagen, weil wir epistemisch nicht so weit sind oder möglicherweise auch grundsätzlich epistemisch niemals so weit kommen können, alle Bedingungen in diese Wissenschaft mit einzubeziehen. Als Beispiele nennt Brentano hier einerseits die Meteorologie, die genetische Psychologie oder auch, ne, das ist etwas willkürlich, taucht aber im Text auch auf, die Gesetze der Ideenassoziation, also die sogenannte Assoziationspsychologie, die sogenannte Assoziationspsychologie. Warum können die nur ungefähre Angaben machen? Brentano erläutert das so ein bisschen am Beispiel der genetischen Psychologie auch. Die genetische Psychologie, hatten wir ja gesagt, kümmert sich um die Frage, unter welchen sozusagen physikalischen Umgebungsbedingungen zum Beispiel diese oder jene Wahrnehmung auftritt.
Und Brentano meint, wir wissen es doch aus der Erfahrung, dass nicht unter immer denselben Bedingungen auch dieselben psychischen Phänomene, dieselben Bewusstseinsphänomene auftauchen, sondern dass die genetische Psychologie meistens dann so Gesetze formuliert wie, naja, meistens unter normalen Bedingungen in dieser und jener Situation wird sich dieser und jener Bewusstseinszustand einstellen bei einem Subjekt. Das heißt aber, dass die, wenn die Gesetze der genetischen Psychologie diese Form hätten, dass sie quasi immer inexakt im Sinne von Brentano bleiben müsste. Allerdings, und auch hier ist Brentano, finde ich, relativ fair, und deswegen habe ich Ihnen das Zitat auch nochmal mitgebracht, will Brentano nicht die wissenschaftliche Berechtigung der genetischen Psychologie antasten und sie etwa als einen Tummelplatz willkürlicher Spekulationen bezeichnen. Es geht ihm also nicht um eine grundsätzliche Kritik sozusagen an so einer empirisch arbeitenden genetischen Psychologie, an so einer empirischen Psychologie, die sich quasi mit der Frage auseinandersetzt, unter welchen Bedingungen welche Bewusstseinszustände auftreten. Er will nicht sagen, dass die einfach nur wild herumspekulieren. Worauf er aber hinaus will, ist, dass es so etwas gibt wie eine, er nennt es eine natürliche Ordnung von Psychognosie und genetischer Psychologie. Die Psychognosie sei der natürlichen Ordnung nach die frühere gegenüber der genetischen Psychologie. Wie genau ist das zu verstehen? Naja, er hat es ja schon gesagt. Ich meine, er hat uns noch nicht so viel darüber gesagt, wie eigentlich diese exakten Prinzipien und Erkenntnisse präzise formuliert werden können von der Psychognosie. Das hat er bisher nur behauptet. Das wird er wahrscheinlich im weiteren Verlauf des Textes machen, den wir jetzt nicht gelesen haben. Oh. Aber die Idee scheint zu sein, sofern quasi in Bezug auf das Forschungsgebiet der Psychognosie, das heißt das ganze bewusste Seelenleben, die Elemente selbst oder die Objekte selbst gegeben sein können, im Bewusstsein selbst sozusagen zur Anschauung gebracht werden können, kann sie präzise formulieren, worum es geht, sozusagen kann präzise unterschiedliche Arten von Bewusstseinszuständen voneinander unterscheiden und so weiter. Die Psychognosie kann das nicht und sie bleibt deshalb sozusagen auf die Erkenntnisse der Psychognosie in gewisser Weise zurückbezogen, die gegenüber ihr primär sind. Und ich habe ihn da, ich hoffe, das sorgt auch tatsächlich für mehr Klarheit, noch eine Begriffsbestimmung mitgebracht, die sich bei Rudolf Carnap in seinem Buch Der logische Aufbau der Welt findet. Das glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ja, 1928, glaube ich, zuerst publiziert wurde. In diesem Buch, nur um es ganz kurz zu skizzieren, versucht Carnap so ein allgemeines System, so eine Art hierarchisches Stufensystem der überhaupt möglichen Erkenntnisobjekte, der überhaupt menschenmöglichen Erkenntnis sozusagen aller Objekte der Welt, deswegen der logische Aufbau der Welt, vorzustellen. Und was er da entwickelt, ist so ein gestuftes hierarchisches System von unterschiedlichen sozusagen Gegenständen und Gegenstandsarten, die sozusagen dann konstitutiv jeweils aufeinander verwiesen sind. Das ist ein bisschen so vorgestellt wie, es gibt Gegenstände einer unteren Ebene, Carnap spricht auch von einer Basis, und Gegenstände einer höheren Ebene setzen sich dann zusammen sozusagen aus Gegenständen, die die Basis bilden und so. Ist ein bisschen komplizierter im Detail, aber ich glaube, um einen Einblick, so ein Gespür zu bekommen für das, was Carnap da macht, reicht, glaube ich, diese Andeutung aus. Und hier führt Carnap diesen Begriff der erkenntnismäßigen Primarität ein. Und ich lese Ihnen einfach kurz die Bestimmung vor, die Carnap da vorschlägt. Zitat, ein Gegenstand bzw. eine Gegenstandsart heißt erkenntnismäßig primär in Bezug auf einen anderen, den erkenntnismäßig sekundären, wenn der andere durch die Vermittlung des ersten erkannt wird und daher zu seiner Erkennung die Erkennung des ersten voraussetzt. An was für Beispiele kann man da denken? Ich hatte ja vorhin dieses Beispiel mit den Objekten der Außenwelt gebracht und man könnte das sozusagen jetzt relativ simpel auf Brentano anwenden. Bei Brentano ist ja die Vorstellung, wir können zunächst mal sozusagen, was wir unmittelbar erkennen können, was uns unmittelbar im Bewusstsein selbst gegeben ist, das sind unsere Bewusstseinszustände. Und unsere Bewusstseinszustände sind quasi das Erste, unmittelbar da. Und wir können sozusagen aus diesen Bewusstseinszuständen tatsächlich auf die Existenz von Objekten der Außenwelt schließen. Ne, aber das können wir nur, wenn wir an das Zitat zurückdenken, können wir nur durch die Wirkungen, die diese Außenweltobjekte sozusagen im Bewusstsein erzeugen. Das heißt, die Gegenstände, die wir, das heißt, wir können sozusagen die Objekte der Außenwelt nur vermittelt durch die Objekte des Bewusstseins erkennen.
Das heißt sozusagen, die Gegenstände des Bewusstseins wären in diesem Sinne erkenntnismäßig primär gegenüber den Gegenständen der Außenwelt, die erkenntnismäßig sekundär wären, in diesem Sinne von Carnap. Tatsächlich, nur um das noch kurz anzudeuten, benutzt auch Carnap im logischen Aufbau der Welt sozusagen als Ausgangspunkt für sein Erkenntnissystem oder für dieses gestufte System, was alle Objekte, sozusagen die Objekte möglicher wissenschaftlicher Erkenntnis sind, beinhalten soll, benutzt er auch die sogenannte eigenpsychische Basis, also sozusagen die Erlebnisse des einzelnen Subjekts. Das heißt, auch bei Carnap haben wir in dieser Hinsicht quasi eine Art von, man könnte sagen, phänomenologienaher Konstruktion des Erkenntnissystems, obwohl Carnap sich dann natürlich sozusagen im Laufe der Zeit, aber auch schon in dem Buch selber sozusagen relativ weit von der Phänomenologie entfernt, obwohl er auch Husserl noch positiv, durchaus positiv in dem Text zitiert. So viel nur am Rande, sozusagen, um ein bisschen Philosophiekenntnisse Ihnen auch noch mitzuteilen, über das hinaus, was in unserem Seminar selber Thema ist. Kommen wir nun zum dritten und letzten Thema für heute, und zwar zur Analyse der intentionalen Beziehung, so wie Brentano die uns vorstellt. Brentano stellt da zunächst fest, dass Bewusstseinweise immer eine Beziehung von einem Subjekt zu einem Objekt auf. Er gibt da unterschiedliche Beispiele von bewussten Zuständen, die diese Struktur exemplifizieren. Einmal Sehen und Gesehenes, Vorstellen und Vorgestelltes, Wollen und Gewolltes, Lieben und Geliebtes, Leugnen und Geleugnetes und so weiter. Und die These ist nun, dass diese Struktur einer Beziehung von einem Subjekt auf ein Objekt, dass die eine allgemeine Struktur jedes Bewusstseinszustandes sei. Das heißt, jeder Bewusstseinszustand habe diese relationale Struktur. Oh. Nehme ich zum Beispiel hier das Mikrofon wahr, dann nehme ich das Mikrofon wahr, dann habe ich sozusagen mein Sehen des Mikrofons und das Mikrofon selbst. Es ist, wenn man jetzt sozusagen das phänomenologisch ernst nimmt, ne, das sieht ja jetzt erstmal so sprachlich suggestiv, sehr suggestiv aus. Ich habe hier mein Sehen, da das Gesehene. Aber kann ich in meinem Bewusstseinszustand wirklich so genau diese beiden Pole unterscheiden? Also sehe ich sozusagen, natürlich sehe ich irgendwie das Objekt, aber wo genau ist eigentlich das Subjekt zu verorten? Das war Ihnen tatsächlich auch nicht klar. Ich komme nachher auch noch auf ein paar Rückfragen von Ihrer Seite aus zu sprechen. Da sieht man, dass diese Subjektstelle zumindest aus den Textstücken, die wir gelesen haben, bei Brentano noch ein etwas unterbestimmt bleibt. Weiterhin stellt Brentano nun fest, in Bezug auf diese intentionale Beziehung, nur das eine Korrelat dieser beiden Korrelate sind einfach sozusagen die beiden Elemente der Relation, sei real, das andere wiederum sei nichts Reales. Da war mir beim ersten Lesen, als ich das erste Mal gelesen habe, war mir nicht klar, was genau soll jetzt eigentlich das Reale sein und was ist nicht real, wird aber im Laufe des Textes dann, glaube ich, noch relativ deutlich, und zwar präzisiert dann Brentano in Bezug auf das Objekt, sagt er da, das Objekt sei zu verstehen als, Zitat, etwas innerlich Gegenständliches. Draußen braucht ihm nichts zu entsprechen. Zur Verhütung von Missverständnissen mag man es innewohnendes, immanentes Objekt nennen. Das ist ein relativ interessanter und wichtiger Punkt, gerade auch, wenn man sich sozusagen auch jenseits der Phänomenologie mit dem Begriff der Intentionalität konfrontiert sieht. Gerade im englischsprachigen Raum, aber auch sonst sozusagen in analytischen Kontexten wird auch dieser Begriff der Intentionalität häufig gebraucht, häufig auch sozusagen von Brentano hergeleitet und wird da aber anders gebraucht, als Brentano das meint. Ne? In anderen Kontexten wird Intentionalität häufig so bestimmt, sozusagen Intentionalität ist ein Spezifikum des Bewusstseins. Und welches Spezifikum ist das? Häufig spricht man dann von Aboutness von bewussten Zuständen. Das über etwas sein. Und die Idee ist da, bewusste Zustände haben eine Eigenschaft, sozusagen ein Vermögen, und zwar das Vermögen bestünde darin, dass sie sich auf Objekte in der Außenwelt beziehen können. Ne, man sagt dann, ich habe zum Beispiel eine Wahrnehmung oder eine Überzeugung und diese Überzeugung kann sich auf etwas in der Außenwelt beziehen. Und die intentionale Relation bestehe dann zwischen dem bewussten Zustand und dem Sachverhalt in der Außenwelt. Aber so ist das hier bei Brentano überhaupt nicht gedacht. Ne? Brentano meint, dass der intentionale Gegenstand, also der Gegenstand, auf den sich mein bewusster Zustand bezieht,
ist eben das Erscheinende selbst, ne? Das erscheinende Objekt als Erscheinung, als immanenter Teil meines bewussten Zustandes und nicht als das Außenweltobjekt, durch das dieser Zustand irgendwie sozusagen erzeugt wird oder sowas. Das sozusagen bitte ich Sie im Blick zu behalten, dass in der Phänomenologie dieser Begriff der Intentionalität auch bei Husserl eigentlich, deswegen hatte ich in der ersten Folge gesagt, Intentionalität bezeichne diese zielende Struktur des Bewusstseins. Es ist tatsächlich, was mit Intentionalität gemeint, jeder Bewusstseinszustand, so wie er immanent strukturiert ist, weist diese Beziehung, diese Bezugnahme auf ein Objekt auf. Und dieses Objekt ist das immanente Objekt, dem draußen nichts entsprechen muss. Das wird noch deutlicher, dass Brentano das tatsächlich so meint, wenn wir noch das nächste Zitat hinzunehmen. Und zwar sagt er da, wenn es eine bewusstlose Körperwelt gibt, also so eine wahrnehmungsunabhängige Außenwelt, so habe diese nicht an solcher intentionalen Relation teil. Das heißt, was ich in meinem Bewusstsein habe, auch wenn ich etwas wahrnehme, dann ist diese Erscheinung des Gegenstandes, die ich da habe, ist ein bewusstseinsimmanentes Objekt, dem draußen nichts entsprechen muss. Das heißt, in meinem Bewusstsein sind keine physischen Objekte und es gibt sozusagen keine physischen Elemente in meinem Bewusstsein, sondern die sind gewissermaßen jenseits meines Bewusstseins, müsste man sagen, transzendente Objekte, wenn man so will. Transkendere heißt ja überschreiten. Das heißt, die Objekte sind quasi jenseits meines immanenten Bewusstseins zu verorten. Ist natürlich philosophisch prekär oder zumindest etwas, wo man vorsichtig sein sollte, wenn man mit solchen Annahmen beginnt und sozusagen auch die ganze Philosophie an denen aufhängen will. Viele sozusagen sehen in solchen Annahmen schon den Skeptizismus drohen und so, aber wir werden im Laufe des Seminars, glaube ich, noch häufiger mit diesem Problem tatsächlich konfrontiert sein. Ein letzter Aspekt, den ich Ihnen noch nahebringen wollte, ist, das ist in unserem Seminarkontext, in unserem Seminarzusammenhang gar nicht so relevant, aber zum Beispiel, wenn Sie sich philosophische Theorien des Selbstbewusstseins oder auch des Selbstwissens anschauen, dann ist das sozusagen eine Frage, die da immer wieder gestellt wird. Und zwar hatte ich Sie gefragt, wie Brentano eigentlich unterscheidet zwischen der primären und der sekundären psychischen Beziehung. Und zwar macht Brentano hier eine interessante Behauptung. Und zwar behauptet er, dass jedes Bewusstsein zwei untrennbare Beziehungen beinhalte, die primäre, intentionale Beziehung und etwas, was er die konkomitierende psychische Beziehung nennt. So sei jedes Bewusstsein primär auf ein immanentes Objekt gerichtet, da haben wir gerade drüber gesprochen, sozusagen das ist der erste intentionale Bezugspunkt des Bewusstseins. Gleichzeitig gehe aber das Bewusstsein nebenher auf sich selbst. Das heißt, jedes auf etwas bezogene Bewusstsein sei sich nebenher als seiner selbst bewusst. Ich sehe zum Beispiel hier diesen Laptop vor mir und bin mir gleichzeitig meines Sehens des Laptops bewusst. Und die Idee ist, dass sozusagen dass ich mir des Sehens des Laptops bewusst bin, dass das direkt zu meinem den Laptop sehen dazugehört, zu diesem Bewusstseinszustand dazugehört. Nun könnte man fragen, wieso macht Brentano das? Wieso macht er nicht einfach, ich sehe erstmal den Laptop, das ist quasi meine intentionale Bezugnahme und dann kann ich ja noch einen Bewusstseinszustand haben, wenn ich mich frage zum Beispiel, wie weiß ich eigentlich, dass ich gerade den Laptop sehe, dann ist es einfach ein weiterer Zustand, der richtet sich jetzt auf den Laptop sehen, das ist der erste Zustand, dann sieht man relativ schnell, dass da ein Regressproblem droht, weil wie weiß ich dann, dass ich wirklich weiß, dass ich den Laptop sehe und so weiter, bräuchte ich immer mehr Bewusstseinszustände, die sich dann voneinander unterscheiden, mit ganz vielen neuen Ich-Polen sozusagen, die dann immer weiter voneinander weggehen. Und solche Regressprobleme sind gerade in Bezug auf Theorien des Selbstbewusstseins relativ unangenehm und will man häufig vermeiden. Und Brentano blockiert hier quasi die Möglichkeit von so einem Regress, indem er einfach behauptet, dass jedes Bewusstsein sich zugleich seiner selbst als Bewusstsein bewusst sei. Hier hatte ich Ihnen noch einen kurzen Aspekt angemerkt, der mir nicht ganz klar gewesen ist in der Art und Weise, wie Brentano sich das eigentlich vorstellt. Also diese Art und Weise, wie jeder bewusste Zustand sich zugleich seiner selbst als bewusster Zustand bewusst sei. Und zwar unterscheidet Brentano hier zwischen dem mit ins Bewusstsein fallen eines Objekts und dem im Besonderen bemerken und in der Art deutlich erfasst werden eines Objekts.
Er setzt sich da, glaube ich, mit Kritiken auseinander, die so etwa sowas sagen wie, naja, aber viele bewusste Zustände, die wir haben, oder wir haben auch sowas wie ein Bewusstsein, dessen wir uns nicht bewusst sind. Prominente Beispiele in der Phänomenologie sind da etwa sowas wie, man hört oder jemand sagt zu ihnen, ah, hörst du auch die Kirchturmglocke klingeln? Und ihnen war bis dahin gar nicht aufgefallen, dass die ganze Zeit schon die Kirchturmglocke geklingelt hat. Und dann fällt ihnen auf, oh ja, stimmt, die ganze Zeit schon, also auch zuvor schon, hat die Kirchturmglocke geklingelt. Aber es war mir irgendwie nicht bewusst. Aber jetzt, wo es ihnen bewusst geworden ist, wissen sie auch, dass vorher sozusagen die Kirchturmglocke geklingelt hat. Das heißt, irgendwie hatten sie, obwohl es nicht im Fokus ihrer Aufmerksamkeit stand, ein Bewusstsein dafür, dessen sie sich selbst irgendwie nicht gewahr waren. Ne? Es flog irgendwie unterhalb ihres Aufmerksamkeitsradars vor sich hin. Und Brentano versucht sozusagen diese Unterscheidung einerseits aufzugreifen, aber gleichzeitig zu sagen, dass dennoch jedes Bewusstsein auch immer Bewusstsein seiner selbst mit einschließt. Und ich habe nicht genau verstanden, wie das eigentlich funktionieren soll. Das heißt, dieses mit ins Bewusstsein fallen eines Objekts, das wäre quasi so ein beiläufiges, wie das ungehörte, das unbewusst gehörte Kirchturmglocken läuten. Während dieses besondere Bemerken und in der Art deutlich erfasst werden, quasi diese Fokussierung der Aufmerksamkeit auf dieses Objekt dann jeweils sei. Meine einfache Frage ist, wie meint Brentano eigentlich diese Unterscheidung? Ich habe ihn da noch ein Textstück mitgebracht, in dem er versucht, das zu veranschaulichen. Ich bin aber aus dieser Veranschaulichung ehrlich gesagt auch nicht ganz schlau geworden. Da heißt es im Text, wer eine Lerche im Blau des Himmels sieht, bemerkt sie darum noch nicht. Also wer eine Lerche im Blau des Himmels sieht, bemerkt sie darum noch nicht. Und so wird er, wenn er auch sein Sehen der Lerche mitempfindet, ebenso wenig sein Sehen der Lerche bemerken. Würde er aber einmal die Lerche nicht bloß sehen, sondern auch bemerken, so würde er gewiss zugleich bemerken, dass er sie sieht. Also was ich gut verstehe, ist, dass wer immer bemerkt, dass er eine Lerche sieht, dass der zugleich bemerkt, dass er sie sieht. Diese These würde ich mit einkaufen. So. Aber ich bin mir nicht sicher, was genau dieser Zustand davor eigentlich sein soll, eine Lerche im Blau des Himmels sehen, die man nicht bemerkt, obwohl man sich sozusagen zugleich, und das scheint ja die These zu sein, auch bei diesem Sehen der Lerche, obwohl auch bei diesem Sehen der Lerche schon das Bewusstsein des Sehens selbst mit im Bewusstseinszustand des Sehens der Lerche enthalten gewesen sein musste. So formuliert man, glaube ich, den Satz. Ich verstehe das nicht genau. Also wem immer von Ihnen irgendwie einfällt, wie genau man das auflösen kann, schreiben Sie mir das gerne einfach mit direkt in Ihre Abgabe, der nächsten Aufgabe. Würde mich tatsächlich interessieren, ob jemand von Ihnen irgendwie eine gute Erklärung dafür hat, wie genau diese Unterscheidung hier bei Brentano eigentlich zu verstehen ist. Damit komme ich dann tatsächlich auch schon zu Ihren Rückfragen zu dem Text. Ich habe hier ein paar einfach exemplarisch ausgewählt. Und weiß auch gar nicht, ob ich die jetzt so adäquat und perfekt beantworten kann. Ich glaube, vieles, was Sie da anreißen, ist tatsächlich auch nicht ganz klar. Ich habe die Formulierung ein bisschen geglättet, aber es sind auch noch ein bisschen Ungereimtheiten mit drin geblieben, weil ich auch nicht ganz verstanden habe, wie die Formulierung gemeint war. Ich lese einfach mal vor. Ich verstehe nicht genau, worauf Brentano genau hinaus will. Also, dass begrifflich es immer ein Subjekt gibt, das sieht, und ein Objekt, das gesehen wird, leuchtet mir ein. Das ist die Frage, was genau das heißt, ne, dass es ein Subjekt gibt. Achten Sie mal so in phänomenologischer Introspektion, während Sie das Mikrofon sehen, darauf, wo genau, an welcher Stelle genau Sie sich selbst beim Sehen, an welcher Stelle genau Sie sozusagen das Sehen selbst verorten, ob das sozusagen sowas wie ein Gegenüber ist des Sehens der Sache oder wie genau ist es eigentlich? Aber worauf bezieht er das im Sinn auf das Bewusstsein? Das konnte ich mir leider nicht erschließen, was genau hiermit gemeint war, mit dieser Formulierung, er das im Sinn auf das Bewusstsein. Ist dann das Subjekt, das Bewusstsein und das Objekt, das, worüber das Bewusstsein gerade nachdenkt? Ja, auf jeden Fall ist das Objekt immer dasjenige, auf was sich der bewusste Zustand bezieht. Und auch ist klar, dass das Subjekt bei Brentano mit dem Bewusstsein identifiziert wird.
Eine wichtige Frage, der man hier nachgehen kann, das können wir aber anhand des Brentano-Textes nicht, können wir hoffentlich in Auseinandersetzung mit Husserl noch tun, ist die Frage, inwiefern sagen das Bewusstsein als Einheit. Es gab in dem Text eine längere Passage, über die ich jetzt heute nicht gesprochen habe, wo Brentano Humes Idee kritisiert, dass das Ich so etwas wie ein Bündel von Vorstellungen sei, sagen wir sowas wie eine Collage ganz unterschiedlicher Vorstellungen, und er da auf dem Gedanken beharrt, dass das Ich, dass das Bewusstsein, das Subjekt so etwas wie eine Einheit bildet und nicht zersplittert, sozusagen in lauter fragmentarische kleine Bewusstseine. Wenn man aber das so formuliert, dann ist nicht ganz klar, wie eigentlich sich das Ich als Einheit oder das Bewusstsein als Einheit zu diesen unterschiedlichen Subjekten der unterschiedlichen bewussten Akte eigentlich verortet. Also man könnte ja auf die Idee kommen, dass bei Brentano, das könnte zumindest erstmal so klingen, als sei das so, jeder bewusste Zustand quasi einen eigenen Subjektpol mit sich bringt. Und die Frage wäre dann, das wäre natürlich ein bisschen unangenehm, wenn sozusagen jeder einzelne Bewusstseinszustand sein eigenes Subjekt dabei hätte, dann wäre das Subjekt quasi permanent in vielfältiger Weise prismatisch aufgespalten, sozusagen in lauter einzelne Subjekte, die mit lauter einzelnen Bewusstseinszuständen dann quasi wären, und es gäbe keine Einheit des Bewusstseins. Offenbar scheint aber Brentano an der Idee einer solchen Einheit festzuhalten, und die Frage ist dann, wie genau verhält sich eigentlich dieses Bewusstsein als Einheit zu den jeweiligen sozusagen Subjekten der einzelnen bewussten Zustände? Das können wir aber anhand des Textes nicht klären, diese Frage. Okay, zweite Frage. Für mich bleibt hier die Frage offen, was genau Brentano unter einem Subjekt versteht. Also ob er es mit den Bewusstseinsakten, die auf das Objekt gerichtet sind, identifiziert, oder ob diese eine Art Beziehung zwischen Ich und Objekt konstituieren. Ja, also ob er das Subjekt mit den Bewusstseinsakten identifiziert oder ob diese. Ja, das ist, glaube ich, genau die Frage, die ich gerade zu stellen versucht habe. Also ist das Subjekt sozusagen jeweils mit den Bewusstseinsakten identifiziert? Oder stellen die Bewusstseinsakte eine Art von Kontakt zwischen Ich und Objekt her? Ja, dann hätte man quasi sowas wie hier ist das Subjekt, hier ist die intentionale Beziehung, und dann ist hier quasi irgendwie der subjektive Anteil, und hier ist der Objektanteil dieser Beziehung, und irgendwie stellt dann das Ich. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch klären. Zum Glück fangen wir nächstes Mal mit der Lektüre von Husserl an und werden, glaub ich, da uns mit diesen Fragestellungen dann auch nochmal in anderer Weise auseinandersetzen. Wir benutzen ja hier, was nicht despektierlich gemeint ist, sozusagen Brentano nur als Brücke zum husserlianischen und dann sozusagen zum phänomenologischen Denken im Allgemeinen. Insofern können wir uns natürlich, wenn Sie das interessiert, für eine Hausarbeit oder so, sich die Frage zu stellen, wie genau ist dieses Verhältnis bei Brentano gedacht, fände ich auch sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Können Sie sich gerne da intensiver mit befassen. Dann habe ich hier aus Versehen offenbar nochmal dieselbe Frage kopiert, aber Ihnen selbst auch noch eine Frage mitgebracht, was hier jetzt unter Nummer 4 notiert ist. Wie kann Brentano eigentlich behaupten, dass man sich über die inneren Erscheinungen täuschen könne? Und sagt er auf Seite 8, das war ein Problem, das mir aufgefallen war. Das Beispiel, das Brentano für so eine mögliche Täuschung über eine innere Erscheinung gibt, sind die sogenannten zöllnerschen Figuren. Habe ich Ihnen hier abgebildet. Da sehen Sie, Sie werden auch solche optischen Illusionen kennen. Unterschiedliche Linien, die jeweils nochmal so schraffiert sind. Und was man sofort sieht, ist, dass man den Eindruck hat, diese Linien sind nicht parallel zueinander. Aber Sie werden es schon erraten haben, ne? Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein gerades Blatt Papier nehmen und dann sozusagen das entlang, sagen, senkrecht entlang dieser Linien bewegen, werden Sie sehen, dass dieses Papier sozusagen jeweils glatt mit den unterschiedlichen Linien abschließt, die Linien also objektiverweise parallel sind. Wenn Sie das sagen, dann sozusagen, wenn Sie sagen, ah, dann habe ich mich also hier in meiner inneren Erscheinung getäuscht, dann benutzen Sie offenbar sozusagen die unterstellte Außenwelt als ein Kriterium dafür, wie Ihre Erscheinungen, sozusagen, ob Ihre Erscheinungen, die inneren Erscheinungen korrekt sind oder nicht. Aber kann man das überhaupt aus dieser Perspektive von Brentano tun? Also, wenn man, ein bisschen wie bei Descartes, wenn man die Existenz der Außenwelt einklammert, kann man dann wirklich sagen, dass ich mich täusche in Bezug auf meine inneren Erscheinungen, also auf die immanenten Objekte,
dass die nicht parallel sind. So ist das eine Täuschung. Oder sind nicht tatsächlich diese Linien als Erscheinungen eben nicht parallel? So erscheinen sie mir doch. Die Frage wird uns später auch noch beschäftigen. Es gibt da bei Merleau-Ponty tatsächlich eine Stelle, wo er so etwas sagt wie, sagt er glaube ich in Bezug auf die Müller-Lüer-Illusion, die analog funktioniert wie das hier. Also man sieht zwei Linien, die sehen unterschiedlich lang aus, aber in echt sozusagen sind sie gleich lang. Und da lässt sich tatsächlich Merleau-Ponty, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu der These verführen, dass sie beides zugleich sind. Also dass die Linien einerseits ungleich lang sind, aber objektiverweise quasi gleich lang sind und dass wir quasi nicht entscheiden können, ob sie das eine oder das andere in echt sind. Ne? Das scheint kein so triviales Problem zu sein und ich wollte Sie einfach dazu einladen, sich mit diesem Problem schon mal zu konfrontieren. Wenn wir also sozusagen diesen Bezug zur Außenwelt so radikal weit entfernen, was ist dann überhaupt das Kriterium für eine mögliche Täuschung? Wie kann ich mich überhaupt über eine Erscheinung täuschen, wenn ich quasi diesen Bezug zur Außenwelt, wenn ich diesen Bezug zur Außenwelt quasi so radikal in die Ferne rücke? Das habe ich jetzt etwas zugespitzt formuliert, wir werden uns aber auch, wie gesagt, noch intensiver mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Bleibt mir für heute nur noch Ihnen die Aufgabe, zum Husserl-Text mit auf den Weg zu geben. Und zwar fangen wir nächstes Mal an mit den kartesianischen Meditationen, die wir in zwei Einheiten lesen werden. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben sich zwei Menschen für die Referat für Husserl eingetragen. Es wäre natürlich hervorragend, wenn quasi die eine Person, die Husserl macht, den ersten Teil referiert, also Seite 3 bis 28, und die zweite den zweiten Teil. Ich werde sie aber beide auch nochmal anschreiben, damit wir das klären können. Hier also meine ersten fünf Fragen in Bezug auf Seite 3 bis 28 aus den kartesianischen Meditationen. Die entsprechende PDF finden Sie im Seminarordner. Erste Frage: Inwiefern knüpft Husserl an Descartes an? Und inwiefern grenzt er sich von ihm ab? Das macht er relativ explizit in dem Text. Zweite Frage: Was versteht Husserl unter Evidenz? Dritte Frage: Was ist der Unterschied zwischen adäquater und apodiktischer Evidenz? Vierte Frage: Was versteht Husserl unter Epoche? Und fünfte Frage, und die betrifft ein bisschen Ihre Rückfragen von heute, wenn ich das richtig sehe: Erläutern Sie die Unterscheidung von psychologischem und transzendentalem Ich. Ja, das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, Sie haben etwas aus der Sitzung mitnehmen können. Haben Sie es noch gut, was auch immer Sie heute noch vorhaben. Und denken Sie daran, dass wir uns Freitag zur Online-Sitzung sehen. Ich werde Sie aber auch nochmal per E-Mail daran erinnern.